Herzlich willkommen zum Frausein-Heute-Kongress. Jetzt ist die Zeit, dich zu zeigen und ich freue mich sehr, heute Jeanne Roland begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Jeanne, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit mir zu sprechen. Aloha, liebe Stefanie, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zum Frausein-Heute-Kongress. Ich freue mich, dass ich dabei bin und ich bin gespannt jetzt auf unser Interview, was wir den Frauen und den Männern, die jetzt mit uns sind und die dieses Interview hören, mit auf den Weg geben könnten. Sehr gern. Liebe Jeanne, du bist vielfache Autorin, du bist viel durch die Welt gereist, du bist spirituelle Lehrerin und wir können da sicher noch ganz viel Zeit eintauchen, auch in die Dinge, die dir auf deinem Weg begegnet sind. Aber ich möchte, bevor wir da reingehen, gern von dir wissen, wie hast du deinen Weg als Frau wahrgenommen? Wie war dein Weg bis hierher und heute? Ja, es war ein Weg, der sehr viel schöne Aspekte hatte, aber auch sehr viele herausfordernde. Aber da ich ein sehr starkes spirituelles Wesen habe, was so darüber hinausgeht, konnte ich aufgrund der weiblichen und männlichen Aspekte, die ich natürlich auch habe, vieles meistern und auch mich von vielen lösen und auch viele neue Wege wählen. Und das ist natürlich fantastisch. Ja, ich bin sehr viel um die Welt gereist, ich habe viele Ausbildungen gemacht, ich habe viel gesehen und erlebt und ich bin sehr dankbar dafür, dass mir diese Fülle in diesem Leben so möglich ist, was natürlich vielen Menschen weltweit, was bei vielen Menschen weltweit natürlich nicht der Fall ist. Ich war ja auch viel in den Gebieten wie Addis Abeba oder Kalkutta und habe viele Menschen getroffen und auch gesehen, dass eigentlich das auch eine Privileg, also was Privilegiertes ist, diese Welt in dieser Form erfahren zu dürfen. Du sprichst schon an, in verschiedenen Teilen der Welt gibt es verschiedene Formen von Leben, Lebensformen, unterschiedlich wie Frauen und Männer miteinander umgehen. Wo siehst du die Besonderheit in den europäischen Raum für uns Frauen? Naja, ich meine, wir dürfen, also für mich war es von Anfang an keine Frage, dass ich Schulbildung haben darf, dass ich studieren kann, dass ich lernen kann, dass ich lesen kann, dass ich reisen kann, dass ich in Seminare kann, dass ich Fremdsprachen lernen kann, ja, und dass ich mich frei bewegen kann. Und ich meine, der europäische Pass oder auch gerade der deutsche Pass ist schon ein Pass, der einem viele Türen öffnet. Das muss man einfach mal so sagen. In unserem Nachbarland Türkei ist es schon nicht mehr so. Ja, dass sie hier nach Europa einfach einreisen können, das ist nicht möglich, ohne eine Referenz und so weiter und so fort. Von daher haben wir schon hier wirklich auch Möglichkeiten, die es in anderen Ländern nicht so gibt, auch gerade für uns Frauen. Ja, und wir haben auch viele Möglichkeiten, uns neu aufzustellen, Dinge in uns in die Heilung zu bringen, durch neue Heilmethoden, ja, und durch auch Selbsterkenntnisse, ja, die wir gewinnen können auf unserem Weg. Und von daher für mich war eigentlich so das Wichtigste, in die Schule zu gehen mit Jungs, Mädchen gleichermaßen, ja, dass wir zusammen gespielt haben, zusammen groß geworden sind, zusammen gelernt haben. Also wir haben von Anfang an schon ein ganz anderes Feld im Miteinander, wie es vielleicht in manchen anderen Ländern üblich ist. Ich habe jetzt gar nicht so den Unterschied gespürt. Wenn ich so wirklich überlege, ne, ob das, ob Mädchen oder Junge, weil wir alle in der gleichen Klasse saßen, das gleiche gelernt haben, ne, uns gegenseitig Papierflieger zugeschossen haben, weißt du, es war so miteinander immer, ja. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, wenn wir über Weiblichkeit uns unterhalten, über Männlichkeit, über Frau und Mann. Wir tragen ja alle beides in uns, den weiblichen Teil, den männlichen Teil. Dennoch sind manche als Frau hier inkarniert und andere als Mann. Wo ist denn dann eigentlich die Besonderheit der Frau, die dennoch auch Weiblichkeit und Männlichkeit in sich trägt, aus deiner Sicht? Naja, also wenn wir es mal so sehen, von der Geometrie, heiligen Geometrie ausgeguckt, können wir sagen, dass wir in jeder Zelle männlich, weiblich und göttlich, kindlich haben und dass wir auch in uns, dass die weibliche Seite haben, die männliche und die göttlich-kindliche. Und wenn ich als Frau inkarniert bin, dann habe ich vielleicht eine Lernaufgabe, das Weibliche noch mehr zu leben und jetzt auszubilden und auch vielleicht in die Heilung zu bringen. Und wenn ich als Mann inkarniert bin, habe ich vielleicht auch mehr die Aufgabe,
das Männliche zu transformieren und in eine neue Zeit zu bringen. Aber im Grunde genommen von unserem innersten Wesen sind wir reine göttliche Lichter und in jedem brennt das gleiche Licht. Wir haben andere Formen, wir kriegen Kinder, was ich natürlich toll finde. Ich habe ja 3 Kinder. Ja. Mhm. Ich finde einfach das Wunderwerk Körper auch sehr faszinierend. Das ist auch eine tolle Erfahrung, schwanger zu sein und dann kommt da so ein Wesen raus, was so ja, was man erst kennenlernen muss, obwohl man schon 9 Monate in sich getragen hat. Das sind schon einfach auch Wunder, die da geschehen. Und der Mann ist halt anatomisch anders, auch von seinem Denken anders. Aber auch da habe ich halt sehr viel Partnerschaftliches bisher erlebt, Gott sei Dank. Mhm. Und wir machen halt alles auch so gemeinsam. Also es ist keine Frage, dass Haushalt nur meine Sache ist oder dies nur die Sache vom Mann, sondern wir teilen uns das, wir machen das gemeinsam und das ist einfach wunderbar. Aber so haben wir es ja auch von klein auf gelernt. Ich bin ja mit Bruder und Schwester groß geworden. Ja, auch zu Hause war da nicht groß der Unterschied. Also es musste jeder Tisch decken und jeder die Spülmaschine ausräumen. Und daher war ich das nicht anders gewohnt. Ja, mhm. Ich bin aber auch froh, Frau zu sein, ja, weil ich das einfach schön finde. Ich mag diese sanfte weibliche Schwingung, mag aber auch das Kraftvolle. Und ja, das ist einfach auch wunderbar. Und auch gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, in der so viel Wandel geschieht, vielleicht auch einen neuen Aspekt aufzuzeigen oder auch Wege der Heilung im weiblichen, männlichen und göttlich-kindlichen. Ich sehe eigentlich die größte Verletzung gar nicht so im männlichen oder im weiblichen, sondern eher am meisten im kindlichen. Und das gilt ja dann für Frauen wie Männer auch. Also es ist ja dann für beide so. Und was glaubst du, wo sind denn da die größten Verletzungen, die es jetzt anzuschauen gilt in unserer heutigen Zeit, um auch das weiblich-männliche miteinander zu erlösen? Also mein Gefühl ist, dass das Kindliche ja auch wieder eine Auswirkung hat, wie dann weiblich und männlich zusammenspielen. Ist es so? So ist es. Also ich glaube einfach, der größte Schmerz ist die Trennung von männlich und weiblich. Dieser Fall, dieser Spalt, der da geschehen ist, diese Ausspaltung, auch das Gegeneinander aufstellen, statt im Miteinander zu sein. Und durch diesen Spalt fallen quasi viele Kinder in diese Spalte und verletzen sich extrem. Ja, und aus dieser Verletzung heraus, ich meine, es ist immer auch das Kindliche, was in Abhängigkeit geht. Ja, weder die Frau noch der Mann sind abhängig, die können für sich stehen, aber das, was immer in der Abhängigkeit eine große Rolle spielt, ist der kindliche Aspekt, ja, der eben die Wärme braucht, um groß zu werden, die Nahrung braucht, der ausgeliefert ist und der sich so mit allem eins fühlt, ja, und alles auf sich bezieht. Und ich glaube einfach, die größte Heilung können wir bewirken, wenn wir anfangen, diese Spaltung dieser beiden großen Kräfte des Universums aufzuheben, diesen Spalt zu heilen und auch das Kindliche wieder in seine Göttlichkeit zu erheben. Mhm. Ja, ob männlich oder weiblich, weil es sind immer die Verletzungen im inneren Kind, ob beim Mann oder bei einer Frau, die sich in der Partnerschaft oder im Miteinander spiegeln. Das ist ein Thema, was schon weit erforscht und auch bekannt ist. Und dennoch für diejenigen, die sich jetzt fragen, also da gibt es ja auch Menschen, die sich da noch nicht so drüber bewusst sind, ja, dass wirklich auch Dinge, die man manchmal als was Kleines ansieht, die passiert sind, als man ein Kind war, also eine große Auswirkung auch haben kann. Was würdest du sagen, ganz praktisch gesehen, können Menschen oder Frauen in dem Fall jetzt zuschauen tun, um sich da noch mehr der Heilung des Kindes, des inneren Kindes zuzuwenden? Also was kann man machen, wenn man das Gefühl hat oder jetzt spürt, da gibt es etwas, was ich tun kann für mich? Ich glaube, um was es in der heutigen Zeit geht, ist um die Heilung der Seele. Und es geht einfach darum, diese Seelenaspekte, die da vielleicht verletzt wurden. Ich meine, es gibt ja noch ganz viel dieses Denken, wenn so das erste Kind kommt, dass man denkt, oh, nur ein Mädchen. Oder dass dann die Enttäuschung kommt. Ja? Mhm. Es ist kein Junge. Mittlerweile hier in unserem Raum ist auch so Juhu-Mädchen, ja. Aber es gibt eben auch immer noch diese Variante und das steckt halt so tief, wenn man auf die Welt kommt, eigentlich viel Freude und Licht mitbringt und dann dieser Aspekt da ist nur ein Mädchen. Ja, oder auch schon in der Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaft nicht gewollt war, wenn sie einfach entstanden ist und
die Frau dann sich entscheidet, das Kind auszutragen, der Mann geht, dann ist auch von Anfang an einfach ein Schmerz drin. Das heißt, da ziehen sich Seelenanteile schon zurück. Und das hat einfach Auswirkungen auf den ganzen Verlauf des Lebens. Und da denke ich einfach, da müssen wir ansetzen. Es gibt so schöne Meditationen, wo man wirklich zurückgeht zum Ursprung, durch die Schwangerschaft auch geht und durch die Geburt, wo man wirklich von Anfang an wieder in die Ganzheit kommt. Ja, das, was ja am wenigsten Raum hat, auch in unseren Breiten, ist immer das Kind. Ja, in dem Moment, wo eine Frau ein Kind bekommt, dann kann sie nicht mehr so am sozialen Leben teilnehmen. Und wenn sie es tut, dann ist sie vielem ausgesetzt. Was, du stillst in der Öffentlichkeit oder? Kenne ich auch alles, ja. Mhm. Und da brauchst du schon ein bisschen Durchsetzungsvermögen, zu seiner Weiblichkeit zu stehen und zu sagen, ja, und ich bin trotzdem dabei. Mhm. Ja. Und ich sitze jetzt hier und das gehört dazu, ja, und wir gehen zusammen, ja, und mit seinem Kind zu gehen und mit der also in der Gemeinschaft zu sein, ja, aber da sind halt noch viele Aspekte, vielleicht auch aufgrund der vielen Verletzungen der inneren Kinder, ne, dass sich so viel zurückgezogen hat. Ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, sich dieses innere Kind anzuschauen, das in diese Spalte gefallen ist. Ich meine, wir haben viele Scheidungskinder, wo sich die Eltern getrennt haben, wir haben Vorbilder und Speicher in uns, die einfach viel Schmerz in sich erzeugen. Das ist wirklich ein bisschen Selbstarbeit und Selbsterforschung, diese Dinge in sich in die Heilung zu bringen. Und da gibt es heutzutage viele wundervolle Werkzeuge und viele wundervolle Wege, das wirklich zu erlösen, weil wir diesen Aspekt in uns haben und sowohl als Frau wie aber auch als Mann wieder in sein Selbstbewusstsein zu kommen, in seine Kraft zu kommen, in seine Authentizität zu kommen und in sein inneres Leuchten. Das fängt damit an, dass wir uns einfach klar machen, mit dem ersten Atemzug, den wir gemacht haben, haben wir entschieden, hier zu sein. Und ohne diesen Atemzug hätte keine Kraft der Welt uns in dieses Leben bringen können, noch nicht mal die Eltern. Also gibt es doch was viel Größeres, was gesagt hat, ich möchte, dass du da bist und du bist genau richtig jetzt. Ja, du bist kein Zufall oder nicht gewollt, sondern ich atme dich vom ersten Moment bis zu deinem letzten Moment hier und ich trage dich. Und dann geht der Schritt weiter, dass wir unseren Platz einnehmen hier in der Gesellschaft, dass wir uns auf unseren Platz stellen, ob wir Mann oder Frau sind und dass wir sagen, ja, und ich nehme diesen Platz an und ich erfülle, wozu ich gekommen bin und ich bringe das. Ja, und ich denke, so geht es Stück für Stück in die Heilung. Und je mehr wir bei uns ankommen und vor allem je mehr wir in der Liebe in uns ankommen, desto mehr können wir unsere Essenz durch alle Rollen strömen. Ja, oft identifizieren wir uns. Wir werden Mutter und dann sind wir ganz in dem Muttersein. Natürlich ist das eine große Rolle, aber wenn wir uns wieder zurücknehmen in unsere Essenz und unsere Essenz durch die Rolle der Mutter, der Partnerin, der Freundin, der Lehrerin und so weiter strömen lassen, da kann unsere Essenz jede Rolle erfüllen. Ja, weil sie ist immer die Wahrheit. Also die Wahrheit ist immer die Mitte und unsere Essenz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns Frauen, dass wir uns wirklich unserer Essenz bewusst werden. Ja, und ich finde das auch ganz toll. Viele Frauen machen jetzt Yoga, meditieren, kommen zu sich selber, finden in ihre Kraft und Stärke, ja, finden neue Wege auch im Miteinander. Und das ist einfach, ich glaube auch alles, was wir hier an Vorleistungen geben, kann exponentiell in die Welt gehen, weil über die neuen Medien, die wir haben, über Facebook und so weiter, lässt sich das nicht mehr unterdrücken. Und das wird ganz viel wie eine Erinnerung sein, die dann auch schnell in anderen Ländern in Bewegung kommt. Ja, man sagt so nicht mehr und wir wollen das anders, weil man einfach sieht, die sind viel glücklicher, die sind viel strahlender, ja. Die können viel mehr bewegen in der Welt, ja. Und es gibt natürlich auch in anderen Ländern für mich große Vorbilder. Eins der größten Vorbilder und ich glaube, einer der wichtigsten lebenden Heiligen ist für mich die Amma. Ja, ich war jetzt wieder, ich bin seit 5 Jahren, immer wenn sie hier nach Deutschland kommt, bin ich bei ihr. Und sie schaut mir ihren Film an, ihre Vorträge, die sind immer phänomenal, weil sie ganz viel das Weibliche heilen. Ja, und was sie in dieser kurzen Lebensspanne, die sie jetzt hier ist, auf die Beine gestellt hat und bewegt hat, von der spirituellen Ebene bis zur physischen Ebene, das ist unfassbar. Ja. Mhm. Und das finde ich, ist die Power, die wir haben, ganz viel bewegen zu können, wenn wir mit unserer Essenz, unserem Spirit verbunden sind.
Ja, und gar nicht so in den Widerstreit gehen mit den Dingen, die geschehen. Weil sie geschehen und wir sind in der Schwelle zu einer neuen Zeit und es darf sich jetzt wandeln. Ja. Da sprichst du etwas an, was ja für uns alle schon hier und da mal aufgetaucht ist. Und wir wissen, dass wir ein unendliches Potenzial in uns tragen und nur quasi dieses öffnen dürfen, um es ganz zu leben. Aber dieses nur öffnen oder nur befreien ist scheinbar gar nicht so einfach. Was glaubst du, ist denn die Möglichkeit, wirklich Quantensprünge im Leben zu machen? Und so wie du jetzt von der Amma erzählst, wirklich auch im Leben Dinge zu manifestieren, die wie Wunder sind oder die großartig sind und etwas von dieser inneren Kraft, von diesem inneren Licht, von dieser unendlichen weiterhin hierher zu bringen auf diese Erde. Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man sich selber liebt, dass man beginnt, sich selber zu lieben und zu sich kommt und dass man sich selber schätzt und anerkennt, dass man sich nicht mehr weglässt. In unserer Kultur haben wir oft gelernt, na, der Esel nennt sich selbst zuerst und so weiter. Also das heißt, wir stellen uns ganz hinten an, erst kommt alles andere und irgendwann kommen dann wir und dann bleibt aber nicht mehr viel übrig. Ja, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht mehr weglassen, sondern dass wir für uns selber sorgen, dann für unsere Familien und dann, wenn noch Kraft übrig bleibt, die Welt retten. So, dass wir wirklich mehr ins Zentrum kommen, in die Essenz rein, die wir sind, weil von diesem Zentrum aus, von dieser Mitte aus können wir, stell dir eine Sonne vor, ich habe sie ja hier hinter mir, ja, und du bewegst dich in das Zentrum. Im Zentrum kannst du alle Strahlen gleichzeitig bedienen, von deiner Essenz aus. Ja, aber wenn du dich in einen Strahl bewegst, kannst du die anderen nicht mehr bedienen. Das heißt, du fällst raus. Und aus dem Zentrum heraus, ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir ins Zentrum kommen, in die Mitte kommen. In die Mitte kommen bedeutet, in der Mitte des Beckens zu sein, in der Mitte des Herzens zu sein, in der Mitte des Geistes zu sein, wirklich diese Säule zu sein, können wir alles bedienen. Und dann gibt es so eine schöne Affirmation, die mir immer sehr viel hilft, wenn es mal richtig chaotisch wird. Die heißt, es gibt nichts zu tun. Da zu sein reicht völlig aus. Ich bin ein Segen. Und dieses Dasein, alleine, dass wir da sind, das haben wir noch gar nicht begriffen, das ist so wertvoll. Ja, dass es uns gibt, dass wir da sind. Dasein reicht völlig aus. Und das ist so ein Satz, der hilft mir in jeder Situation, weil ich weiß, es reicht, dass ich hier bin. Mit meinem Strahlen, mit meiner Wachheit, mit meiner Essenz. Und das kann von innen heraus vieles in die Ordnung zurückbringen. Und ich glaube, da dürfen wir uns unserer selbst bewusster werden. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was wir für ein Potenzial, für eine Licht- und für eine Schöpferkraft in uns tragen. Wir fangen jetzt gerade an, das zu entdecken. Und es gibt auch eine schöne Übung, um sich mehr für sein Potenzial zu öffnen. Und zwar geht man mal auf den Boden, weil der Körper lügt nie. Ich finde es auch sehr interessant, dass der Körper eigentlich in den ganzen spirituellen Traditionen außer Indien, das spielt so ein bisschen eine Ausnahme, wirklich oft keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja. In Indien gibt es die ganzen Yoga-Praxisen, die wunderbar sind, weil der Körper da in diesem Fall zum Kanal wird. Er lenkt und leitet Energie. Wir merken, wenn wir Yoga machen oder wenn wir bestimmte Übungen und Bewegungen machen mit dem Körper, dass wir noch viel mehr das Licht ausweiten können in uns. Ja, von daher ist der Körper aber so wie die ganze Zeit ein bisschen wie so ein Stiefkind gewesen. Wir haben uns gerade, bevor wir das Interview begonnen haben, auch über andere Länder unterhalten, wenn die Körper weggesperrt werden, ja, wenn man nicht in seinem Körper leben kann, das ist der Tempel der Seele und der Ort des Aufstiegs, ja, dann ist man schon ein ganzes Stück wie rausgenommen. Ja, und ich glaube, das ist so wichtig, dass jetzt der Körper mehr in den Vordergrund kommt, weil der Körper lügt nie. Der speichert alles, der weiß alles. Wir können mal, wenn wir unser Potenzial erkunden wollen, mit den Händen auf den Boden gehen und dann mal ganz langsam nach oben ziehen mit der Frage, wie viel von meinem Potenzial lebe ich bereits? Ja, oft sind wir dann vielleicht so ein Stück über dem Boden, manchmal ein bisschen mehr und dann merken wir wirklich, die Hände halten ab einem gewissen Punkt wie von alleine an. Da geht es nicht weiter.
Und da merken wir, oh, da ist noch so viel Schwere drauf, so viel Überzeugungen, so viel Meinungen, so viel Gesellschaft, so viele Rollenbilder, so viel, was wir noch vielleicht in unserer DNA gespeichert haben oder in unseren Ahnfeldern. Und dann erlauben wir uns mal, das Ganze hochzuziehen bis in unser ganzes Potenzial, bis alles, was wir sind, wir lassen es mal hinter uns fallen. Wir spüren mal, wie das ist, wenn wir unser ganzes Potenzial entfalten. Du merkst es schon, ja? Da kommt so ein Aufatmen, da kann es fließen, dann sind wir plötzlich ein Kanal des Lichtes. Wir öffnen uns für andere Ebenen und Dimensionen und das Licht kann fließen über die heilige Geometrie bis in die heilige Geometrie unseres Körpers und dann haben wir wirklich Power. Ja, aber ich glaube, diese Zeit der Erlösung und der Selbstbefreiung, die ist jetzt. Und zuerst müssen wir uns die Erlaubnis geben, zu sagen, ja, und ich möchte mein Potenzial leben und ich möchte das entwickeln und entfalten und ganz ehrlich mit sich zu sein, okay, das habe ich bisher entwickelt, das ist wunderbar. Ich mache das oft in den Ahnenaufstellungen, dass wir auch mal gucken, wie viel Potenzial hat denn deine Mama gelebt. Manchmal geht dann die Hand noch, die will eigentlich noch tiefer in den Boden rein, weil da war überhaupt keine Selbststeuerung, da war nur Fremdsteuerung. Und das Gute ist bei dieser Übung, dass sehr, sehr viel Mitgefühl fließt für die Mama, die gar nicht mehr konnte, ja, die einfach getan hat, was sie konnte. Und in diesem Moment weiß man auch, dass wenn Mitgefühl fließt, hört man auch auf, sauer zu sein oder sie auf ihr rumzuhacken oder sie zu beschuldigen für all das, was im eigenen Leben nicht war, weil sie konnte einfach nicht anders. Ja. Unsere Eltern, Großeltern, die hatten Kriege, die haben ums Überleben gekämpft, die waren noch viel mehr in diesen Rollenmustern gefangen. Wir bedenken, dass wir erst ab 1970 überhaupt ohne Mann eine Unterschrift leisten dürfen. Ne? Dann sind wir doch ganz schön exponentiell vorangeschritten als Kollektiv der Frauen. Ja? Es hat doch eine ganz schöne Welle geschlagen, dass wir jetzt Kanzlerinnen, Pilotinnen etc. haben. Ja? Aber es darf noch weitergehen, also das merke ich schon. Aber wichtig ist, dass wir uns zuerst selber die Erlaubnis geben. Die kann uns keiner geben. Ja? Weil wir sind in eine neue Zeit eingetreten und wichtig ist, dass wir uns selbst ermächtigen, dass wir zu uns selber kommen und dass wir sagen, und ich erlaube mir mein Potenzial und ich erlaube mir die höchsten Ebenen, ich erlaube mir meine Anbindung an mein spirituelles und hohes Sein, ja, an die Ebenen und Dimensionen. Ich bin in erster Linie ein geistiges Wesen, das für eine gewisse Zeit eine menschliche Erfahrung macht und als geistiges Wesen habe ich Zugang zu diesen Dimensionen und die darf ich haben. Für uns Frauen war es ja auch lange in den Religionen nicht erlaubt, ganz in unser spirituelles Potenzial zu gehen. Ich mache ja immer die Maria Magdalena-Reise. Meiner lieben Freundin Marion Hellwig. Wir haben jetzt, glaube ich, die 8. oder 9. Reise auf den Spuren der Maria Magdalena. Und das ist so eine Offenbarung, diesen Weg zu gehen und sich mit diesen kraftvollen, starken, spirituellen Frauen zu verbinden, weil die so viel bewegt haben und bewirkt haben, obwohl sie zu einer Zeit gelebt haben, wo das Weibliche eigentlich noch mehr dominiert wurde. Ja, und sie haben so viel Heilung bewirkt und diese Heilung geschieht ja bis heute, weil wir uns einfach bewusst machen, dass alles in der Schöpfung aus männlich, weiblich und kindlich besteht. Ja, es fängt mit dem Atom an. Wir haben im Atom, haben wir das Neutron, das Proton und wir haben das Elektron. Wir haben also drei Ströme. Wir haben das Männliche und im Kern das Weibliche und das Kindliche. Mhm. Ja, und von daher besteht alles aus diesen drei Strömen. Das sind wirklich große Kräfte der Schöpfung. Und da, wo irgendwas gefehlt hat bei uns, versucht das Universum immer auszugleichen. Es kommt oft über ganz andere Kanäle. Aber wenn wir uns festhalten an unserer Mutter oder an dem, was nicht war, können wir diese Geschenke, die das Universum uns bringt, vielleicht durch andere Frauen oder durch neue Erfahrungen, gar nicht annehmen. Vielleicht auch durch Tiere oder durch Pflanzen, ja, weil diese Dreifaltigkeit durchzieht sich ja in allen Bereichen. Ja, wir sagen zwar immer Mutter Erde, aber auch Mutter Erde hat männliche und kindliche Anteile. Ja, sie ist nach außen das weibliche Prinzip, aber hat auch viel Männliches und sie hat auch Kindliches. Ja, die Pflanzenreiche, Tierreiche, alles ist durchströmt von diesen drei Strömen und auch die Sonne hat drei Ströme. Auch sie hat das Männliche, Weibliche und Kindliche. Und ich glaube, wenn wir ganz in die Einheit kommen wollen, dürfen wir das alles wieder
zusammenfügen, denn wenn das Männliche sich mit Mutter Erde identifizieren kann, hört der Kampf gegen die Erde auf. Und das Männliche Teil der Erde sein darf. Oder das Weibliche Teil der Sonnenkraft. Ja, dann kommt alles in die Balance. Und ich glaube, das ist das Schöne an dieser Zeit. Wie gesagt, auf den Reisen der Maria Magdalena passieren immer viel Heilung für das Weibliche. Mhm. Ganz tiefe Heilung, weil wir ganz tiefe Erkenntnisse erlangen. Eigentlich war es sie, die Nachfolge antreten durfte, Maria Magdalena. Sie hat ja auch diesen langen Weg hinter sich als Hure und Heilige. Ja, sie war ja lange verleugnet. Sie ist erst 2016 jetzt wieder als Apostelin der Apostel anerkannt worden. Mhm. Und ich denke, das geht jetzt erst so in diese neue, auf diesen neuen Weg, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, zerstören wir die Erde. Und es geht für die ganze Menschheit darum, in die Balance zu kommen. Ja, und das Weibliche, sprich die Liebe, wieder mehr ins Bewusstsein zu bringen, die Seele wieder leuchten zu lassen, den lebendigen Impuls, das, was Leben gibt. Ja, und ich glaube, das geschieht jetzt gerade. Sehr schön, damit hast du ja auch schon ein bisschen quasi ja, hervorgebracht, worum es für die Frauen geht, wenn es darum geht, das Weibliche noch mehr in die Welt zu bringen. Gibt es so menschheitsgeschichtlich und auch in Verbindung mit der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, noch etwas, was du als besonderen Teil der Aufgabe der Frauen siehst? Ja, also als besonderer Teil der Frauen ist eigentlich an die Liebe zu erinnern oder die Liebe zu erwecken oder der Liebe zu dienen, aber nicht der menschlichen Liebe, also nicht, sondern der göttlichen Teil, also Ausdruck der göttlichen Liebe zu sein. Ja, weil, und auch diese magnetische Kraft mehr zu leben, die Hingabe, das empfängliche Prinzip, ja. Weil im Grunde genommen können wir alles in unser Leben manifestieren, von den inneren Ebenen aus, wenn wir anfangen, unsere magnetischen und femininen Kräfte zu leben, weil wir bringen ja das Leben hier in die Welt. Wir haben ja die Höhle der Schöpfung. Ja, wir bringen ja wirklich, wir können alles hierher holen. Wir haben so viel Kraft in uns, wenn wir anfangen, diese alten Bilder in uns zu erlösen, wirklich loszulassen und die Geschichte neu zu schreiben. Oder sie wieder mit den Ursprüngen zu verbinden. Das gibt halt verschiedene Wege. Ja, dazwischen ist viel aus der Reihe gefallen sozusagen, aber wir können uns jetzt wieder mit den Anfängen verbinden, mit den Ursprungsenergien. Und dadurch können wir auch ganz neue schöpferische Kräfte freisetzen. Ja, wenn wir mal diese weibliche Power betrachten, die ja auch in der zweiten Jahreshälfte, in den Rauhnächten gerade zum Beispiel sehr aktiv ist, wo wir uns hinsetzen, wo wir uns ausrichten, wo wir uns verbinden mit diesem, ich sage immer, am Tag kann man bis in den Himmel gucken und nachts kann man bis in die Weiten des Alls schauen. Also da ist noch viel mehr drin in diesem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja? Und wir können wirklich schöpfen, wir können Kräfte runterholen und je nachdem, wie wir denken, fühlen und empfinden und auch welche Speicher wir haben, kreieren wir ja unser Leben. Ja, und wir erschaffen uns ja immer wieder Dinge, wenn wir sie nicht aus dem Speicher löschen. Ja, wir haben ja oft unsere Vorbilder, das sind unsere Eltern oder auch die Ereignisse, die wir gehabt haben. Und oft dadurch, dass sie in uns abgespeichert sind, wiederholen wir die. Und es ist so wichtig, dass wir diese Speicher löschen und uns mal ein ganz neues Bild eingeben und auch die alten Bilder loslassen, die bisher aktiv waren, weil nur dann haben wir wirklich auch die Kraft, Neues in die Welt zu bringen. Mhm. Ja, wenn ich ständig daran festhalte, Männer sind böse, werde ich immer wieder die Erfahrung machen, Männer sind böse. Mhm. Ja, ich habe auch vor langer Zeit mal eine unglückliche Beziehung gehabt, wo ich gemerkt habe, ich wiederhole nur das Vatermuster. Ja, und dann habe ich mir Zeit genommen, habe gesagt, so, damit ist jetzt Schluss. Und ich habe ein Jahr lang mit meiner inneren Frau und mit meinem inneren Mann gearbeitet. Und ich habe festgestellt, dass meine innere Frau, ich habe mir sie so vorgestellt, haben mir die hergeholt und habe mal meine innere Frau kommen lassen. Das war so eine ganz feine, schöne, ja, feingeistig, ganz sanft. Und dann habe ich den inneren Mann kommen lassen. Das war ein stinkender Krieger. Und sie konnte ihn schon nicht riechen. Also wenn der schon in die Nähe kam, ja, da war schon aus. Und ich habe gemerkt, das passt gar nicht. Ich bin überhaupt nicht balanciert in mir.
Ja, und dann habe ich mit der inneren Arbeit fortgefahren. Ich habe ihn dann weggeschickt. Und dann war erstmal nichts. Das hat auch gut getan. Dann ist ihm erst so ins Zentrum gekommen. Und dann habe ich mal geguckt, was bräuchte es denn für einen Mann? Was gibt es da eigentlich? Und ich habe gemerkt, ich habe überhaupt kein Vorbild oder keine Idee davon. Ich musste mir selber erstmal eine Idee eingeben. Und dann kam so ein wunderschöner, sanfter Mann. Ja, und das war wirklich fein. Und die gingen dann zusammen spazieren. Die haben sich unterhalten. Das war immer ganz nett. Aber es passierte halt nichts. Ja, und so haben wir verschiedene Prägungen auf verschiedenen Ebenen. Wir haben sexuelle Prägungen, wir haben Prägungen auf verschiedenen Stufen. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns die anschauen. Ja, wie muss denn Sexualität aussehen, dass sie sanft und gut ist? Kann ich mich darauf überhaupt einlassen? Weiß ich überhaupt, wie sich das anfühlt? Ja, dass es eine Sexualität ist, die auch mich erfüllt. Oder bleibe ich in den alten Mustern und Bildern und Überzeugungen und erzeuge mir das dann immer wieder? Oder diese Diskrepanz oder, weißt du, was ich meine? Und so habe ich mir dann auch eine Beziehungsecke eingerichtet. Ich habe wirklich diese beiden Kräfte aufgestellt. Ich habe ein Jahr lang, habe ich damit balanciert, habe mir Bilder angeschaut, habe mir das eingegeben, wie fühlt sich das an? Wie darf das sein? Ja, wie kann ein sanftes Wesen überhaupt aussehen? Was ist das überhaupt für mich? Ja, und dann habe ich gemerkt, also Murat war ja schon lange als Freund in meinem Leben, aber da war nie auch nur ein Gedanke, weil eben die inneren Muster nicht gepasst haben. Und irgendwann hat es dann wirklich Zoom gemacht. Und ich dachte, komisch, es ist ja schon alles da. Und ich glaube, so ist es für viele von uns. Es ist schon alles da. Aber wenn wir keine Resonanz in uns haben und unsere Felder nicht anschauen und betrachten, löschen oder neu aufstellen, dann kann uns das Leben das nicht bringen. Wir können schon das Sanfteste und Liebeste neben uns haben, aber wenn wir eine Prägung haben von gewaltvoll oder Betrug oder Sonstiges, dann wird uns dieser Mensch nicht interessieren, weil unser Resonanzfeld ein anderes ist. Von daher ist auch so ein bisschen Selbstarbeit ganz vonnöten, dass wir uns unser Selbst anschauen, unser Feld anschauen, unsere innere Frau, unser inneren Mann, unser inneres Kind, unsere innere Familie, die Dreifaltigkeit und sie wirklich auf ein Level bringen, wo alles balanciert ist. Ja, und dass wir auch Siegel lösen oder auch mal, was ich auch wichtig finde, in andere Kulturen reinschauen. Ich finde zum Beispiel Buddhismus mit Meditation fantastisch. Das hat mir so viel gebracht, um das Christentum besser zu verstehen, ja. Oder die Kultur von Hawaii, die noch sehr viel Ursprüngliches hat mit dem Aloha-Spirit. Das war eine Offenbarung für mich. Ja, da waren so viele Sachen, zum Beispiel das Segnen. Ne? Und sie sagen, wenn du fluchen kannst, kannst du auch segnen. Wir tun das Segnen oft in die Religion hineingeben, aber wir wenden es im Leben nicht an. Und Segen zu spenden und Segen zu geben, das ist einfach fantastisch. Ja. Und ich glaube, auch da dürfen wir viele Paradigmawechsel machen. Und wenn wir unserem Werden etwas daneben stellen können, wenn wir wählen können, ja, dann werden wir immer das wählen, was unsere Seele ins Licht erhebt. Aber wenn wir nicht wählen können, wird es schwer. Aber wir selber müssen diese Wahlmöglichkeiten schaffen und die sind da. Zum einen diese Wahlmöglichkeiten schaffen und was ich sehr schön finde, du hast deinen inneren Garten angesprochen und hast uns jetzt mitgenommen, wie du deine Beziehung oder deine Anziehung zu Männern und deine Beziehung zu dir selbst, zum Männlichen und Weiblichen und zum Kindlichen in dir selbst zuerst geschaut hast, was ist da eigentlich und es fühlt sich auch sehr sanft und mit viel Zeit und Geduld an, dass du da den Weg in dir gegangen bist und dann plopp, dann war dein Murat da, mit dem du heute 22, 23 Jahre glücklich in einer Partnerschaft lebst. Also und es ist ja auch gar nicht schwer, sich da wirklich mit sich selbst zu verbinden und da sich mal drauf einzulassen, auf die inneren Bilder und Gefühle, die da aufkommen. Ja? Also ja, vielen, okay. Vielen Dank dafür. Ich bin halt auch viel alleine gereist. Das hat auch viel ausgemacht und habe auch alleine gelebt. Das war für mich eine ganz wichtige Zeit. Und ich hatte eine ganz tolle indianische Lehrerin. Da war ich noch relativ jung, da kam ich zu ihr, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, und dann guckt sie mich an, lacht mich an und sagt, du gehst erstmal los und suchst deinen Orgasmus. Und da habe ich gedacht, ich habe mich verhört und da habe ich mein Dictionary rausgenommen und habe dann das Wort gesucht und habe es ihr gezeigt und sie, und ich dachte, das kann doch nicht sein, ja, also was geht denn hier ab, ja.
Du brauchst auch vorher gar nicht wiederkommen. Und was hast du dann gemacht? Ich war sprachlos. Ich bin dann gegangen. Und dann habe ich aber so gemerkt, ich glaube, es war wirklich ein Schlüsselerlebnis für mein Leben, weil wir haben alle Lust und alle Kraft in uns. Wir brauchen keinen Mann dazu. Und dafür brauchen wir auch keine Abhängigkeit. Ja, wir können unsere Ekstase, unsere Liebe teilen, aber wir müssen sie nicht projizieren auf den anderen und auch nicht sagen, nur der ist dafür zuständig, dass ich das erleben kann. Mhm. Das war schon so ein wichtiger Schritt auch in die eigene Mitte, in diese Kraftquelle, die unser Körper ist, ja, der alles schon in sich birgt und der wirklich zu ekstatischen und glückseligen Gefühlen der das wirklich auch selber erzeugen kann, ohne dass es jetzt in der Abhängigkeit geschehen muss. Ja. Mhm. Und viele Frauen wissen gar nicht, dass sie unabhängig davon dieses Lust- und Liebespotenzial in sich tragen. Mhm. Das war schon ein ganz wichtiger Schritt. Ich meine, das ist jetzt sehr intim, aber es war wirklich damals... Forschungsreise. Und ich finde es sehr schön, dass du das ansprichst, auch in so einer Leichtigkeit, in dem Witz. Denn tatsächlich glaube ich, es ist ja für viele Frauen wirklich... auch noch ein Tabuthema, ja, selbst mit sich in Kontakt zu gehen, um Ekstase, um Sexualität mit sich selbst zu erleben. Also ich vielen Dank dafür, dass du das jetzt mit uns teilst und da auch nochmal ein neues Tor öffnest, dass wirklich wir uns das auch erlauben dürfen, mit uns selber erstmal so eine Intimität zu erleben. Ja, vor allem das nicht in Abhängigkeit zu sehen. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Wir können es teilen, wir können miteinander sein, aber wir haben auch alles in uns. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass wir das begreifen, dass wir in uns eigentlich vollständig sind. Wir haben das Männliche in uns, wir haben das Weibliche in uns, wir haben alles, das ganze Universum in uns. Und es ging dann noch weiter. Ich bin dann danach nach Australien. Und da ist mir das passiert, dass ich mich wirklich dreimal am Tag unsterblich verliebt habe und dachte, das ist der Mann meines Lebens, wo ich dachte, das kann ja jetzt wohl gar nicht sein. Ja. Und dann habe ich irgendwann kapiert, nee, das ist die Liebe, die in mir aufwacht und die spiegelt sich in allem. Das hat gar nichts, ich habe das immer nur beobachtet und habe gemerkt, boah, da ist so ein Liebespotenzial da. Ja, und wenn das aus mir strahlt, dann geht es in Resonanz mit der Welt. Und irgendwann kommt man in so ein State, wo man wirklich alles lieben kann. Ja, das ist so beyond, ich kann es gar nicht beschreiben, wo man in so eine Liebesfähigkeit kommt. Ich glaube auch so eine spirituelle Liebe, wo man plötzlich mit den Augen der Schöpfung guckt und sieht, da ist überall die Liebe drin. Das war in Australien ein Riesenerwachen. Mhm. Und ich habe auch schon in anderen Interviews gesagt, ich habe da eine Astrokardiographie machen lassen. Und als ich da bei dem Astrologen war, hat er gesagt, also wenn du nach Australien gehst, dann wirst du dich da im Stundentakt verlieben, weil da geht deine Herzlinie durch. Und ich sage, ja, das kann ich bestätigen. Ja, meine ganze Herzlinie geht eben durch den Pazifikraum und da fühle ich mich auch immer sehr, sehr wohl und auch zu Hause. Und ich glaube einfach, wir müssen erstmal diese Liebesfähigkeit, die wir haben in uns, selber entdecken und erforschen, weil sie ist wirklich beyond, ja. Und dann geschehen die Dinge einfach, da brauchen wir auch keine Sorge zu haben. Also es darf alles durchstrahlt werden, dann geschehen Fügungen. Es ist basiert alles auf Resonanz, ja, und Synchronizität. Und so wie wir uns innerlich aufstellen, so erfahren wir die Welt. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch gerade für uns Frauen wichtig, wenn wir so Bilder haben von Opfer und von, oh Gott, ich bin jetzt, weil ich ein Kind habe, kann ich nicht anders. Und, dann nehmen wir uns viel. Ja, wir können auch sagen, ich weigere mich immer, wenn ich merke, okay, wegen den Kindern kann ich jetzt nicht außerhalb der Saison fahren, ich muss die teuren Preise zahlen und. Ich meine, man hat ja schon ein paar gesellschaftliche Herausforderungen sozusagen, aber ich weigere mich, meine Kinder als was anzusehen, was mich behindert, sondern das ist etwas, worauf ich stolz bin. Ich bin total mega gerne Mama, ich liebe meine Kinder und ich finde es toll, weil es ist die Zukunft. Sie nehmen mich auch mit in ihre Räume und ich glaube, auch da dürfen wir auf ein anderes Level kommen. Ja, unsere Kinder kommen nicht, um uns zu behindern. Da gibt es vielleicht gesellschaftliche Strukturen, sondern jedes Kind bringt ein Geschenk für uns mit, an dem wir auch wachsen und reifen. Ja? Mhm. Und wenn wir diese Geschenke annehmen, dann wachsen wir
Und unsere Kinder können auch einen Teil ihres Plans erfüllen, ja, weil sie uns auch ein Stück mitnehmen in neue Räume, in neue Erfahrungen. Zum Beispiel durch meine Tochter habe ich ganz viel die Erde erfahren. Ja, vorher war ich meistens in der Luft, und so mit dem ersten Kind kam halt Landeanflug Erde. Ja, und es war am Anfang wirklich herausfordernd, aber es war so ein großes Geschenk auch. Ja, und so hat jedes Kind ein Geschenk, und ich glaube, das ist auch das, was uns so traurig macht, weil auch wir haben eigentlich ein Geschenk für unsere Eltern mitgebracht, um ihnen zu zeigen, hier, du kannst das. Ja, ich bringe Stärke mit, ich bringe Freude mit, ich bringe Power mit, ich bringe Erde mit, ja, ich bringe den Flow mit. Aber wir nehmen oft die Geschenke nicht, weil wir so in unseren Filmen sind, dass wir das gar nicht sehen, was wir da für Geschenke haben. Ja, und das, in den Aufstellungen merke ich immer, das ist so traurig, wenn wir unser Geschenk, das wir eigentlich für unsere Eltern hatten, gar nicht bringen konnten, wenn der Austausch gar nicht stattgefunden hat, weil wir uns eigentlich nie gesehen haben. Und deswegen ist es so wichtig, Räume zu schaffen, die Familie zu genießen und Räume zu schaffen wie Redekreise, wo jeder mal einfach sagen kann, wie es ihm geht. Und das ist so spannend, was gerade auch von den Kindern kommt, an Impulsen, an Rückmeldungen und so weiter und so fort. Und einfach auch ein ganz neues Feld zu kreieren. Generationenübergreifend, miteinander lernen, aneinander wachsen. Und plötzlich ist da gar kein Mangel mehr, sondern ganz viel Reichtum. Sehr schön. Ihr habt ja so eine Kultur in eurer Familie, dass ihr also wirklich euch zusammensetzt. Es Zeiten gibt, wo ihr mit den Kindern Gespräche führt oder euch austauscht, aber auch genauso du mit Murat Paar Zeit habt, wo ihr miteinander in den Austausch geht. Und sehr, sehr schön und ja, auch etwas, was man ja von klein auf mit den Kindern auch schon zelebrieren kann oder mit einbeziehen kann, dass man, also gibt es da so wöchentliche Meetings sozusagen, die genau. Ihr macht, einen festen Termin. Ja, und es ist einfach sehr, sehr bereichernd. Wir können auch neue Netzwerke aufstellen. Ja, ich finde es wirklich spannend, wenn wir mehr ins Miteinander gehen als in dieses Hierarchische. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer mehr aus dem Hierarchischen rauskommen, in das auf Augenhöhe und ins Miteinander. Ja, und ich habe da immer dieses Bild, dass jeder von uns wie eine wundervolle Kerze ist und in jeder Kerze brennt das gleiche Licht, wenn wir auf das Herz schauen, ob ich auf mein Kind gucke oder auf meine Großeltern oder mit dir in Verbindung bin. Wenn ich mit dir im Herzen in Verbindung bin, dann ist immer ein Raum da. Und diesen Raum können wir erfüllen. Wir brauchen gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Ne? Das sind manchmal ganze Kleinigkeiten, die uns so erfüllen und so glücklich machen, dass da, was weiß ich, wenn wir da noch mehr anhäufen und Sonstiges, das ist gar nicht das Glück. Das Glück ist wirklich, dass wir die Liebe miteinander teilen. Ja, ich hatte neulich im Seminar, das fand ich auch sehr spannend, eine Frau, die lebt schon seit 16 Jahren alleine, hat keinen Partner, keine Eltern, nichts. Und sie sagte zu mir, du, ich war auf Kauai, auf den schönsten Plätzen der Welt, aber was habe ich davon, wenn ich es mit niemandem teilen kann? Und das stimmt. Ja, das Schönste ist, wenn wir Dinge miteinander teilen können. Ja, was habe ich davon, wenn ich am schönsten Ort bin, aber ich kann es mit niemandem auf der Welt teilen? Mhm. Kann ich auch zu Hause, also nur so. Das war für mich so, wenn ich so reingespürt habe und gemerkt habe, ja, Liebe bedeutet Teilen, Liebe bedeutet Verbindung, ja, Liebe bedeutet Austausch. Und das ist so ein warmes Feld, das dann entsteht. Und wenn wir uns ganz öffnen für den Augenblick der Liebe, sage ich immer, dann fehlt uns auch nichts in diesem Augenblick. Mhm. Ja. Mhm. Aber oft wollen wir dann dahin und dann dorthin oder wir gehen raus. Und deswegen dieses gegenwärtig sein und sich diesem Augenblick öffnen und auch zu wissen, dieser Moment kommt nie zurück. Also wirklich man kann keinen Fluss zweimal besteigen. Ja, zu wissen, das ist jetzt in diesem Moment und das kann ich voll genießen. Ja, und dann plötzlich setzt dieser Flow ein. Plötzlich ist einfach das Feld offen und es geschehen wirklich tolle Dinge in diesem Feld. Ja. Sehr schön, du sprichst es an im Familienkreis, aber auch in anderen Beziehungen. Und was mir so als Bild kam, ist ja auch insbesondere diese Idee von Hierarchien und dieses nicht miteinander loszulassen, Frauen untereinander, ja, dass wir Frauen auch untereinander uns in diesem Raum der Liebe miteinander verbinden und Dinge wie ja, Machtkämpfe oder ich bin besser, ich bin weiter oder was auch immer, auch da noch mehr loslassen dürfen. Wie siehst du das? Ja, ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir Frauen uns wieder die Hände reichen
und neue Wege miteinander gehen. Manchmal ist es möglich, manchmal nicht. Mhm. Hat so seine guten Freunde, man hat auch Erfahrungen von Verrat und Tratsch und gibt es alles in den Frauenkreisen, ja, wo man dann sagt, da sind mir Männer eigentlich fast lieber wie die Frauenkreise. Aber ich denke nicht so viel. Ja, weil es verletzt einfach, ne? Wenn wir was anvertrauen und denken, das ist in guten Händen und dann wird das weitergeratscht und hinter dem Rücken, weil jede Energie kommt ja auch an, ja. Und das ist einfach auch so, so wichtig, dass wir lernen, wertschätzend voneinander zu sprechen. Dass wir lernen, das Schöne aneinander zu sehen und das auch zu kommunizieren. Das Gute, was wir tun und was wir uns auch miteinander tun können, zu geben, ja. Weil ich glaube, dann erhöhen wir wirklich das Feld. Und es gibt schon sehr schöne Frauenkreise, wo ich sage, wow, ja, da geschieht was Neues. Also ich glaube, auch da darf viel heilen in den Frauenkreisen. Das ist ganz wichtig, dass wir als Frauen auch wieder unsere Kreise aufstellen. Und dass wir uns sicher fühlen in unseren Kreisen. Ja, dass da ganz viel heilen kann, was auch an Verletzungen unter Frauen geschehen ist. Mhm. Verletzungen unter Frauen. Ja, das ist doch ein größeres Feld, ich spreche es jetzt mal an, doch ein größeres Feld, als wir denken, weil es gibt auch Missbrauch von Frauen an ihren Kindern, ja, wo die Kinder benutzt werden, vorgeschoben werden, auch sexueller Übergriff, aber das ist weniger bekannt. Ja, und ich finde einfach, da muss auch ganz viel Heilung rein in diese Verletzung, die Frauen sich untereinander zufügen, damit einfach auch das neue Feminine, sage ich jetzt, aufsteigen kann, damit die Löcher in der Schüssel heilen und dass wirklich der heilige Gral sozusagen wieder geboren werden kann. Ja. Und das, da können wir noch üben im Miteinander und in der Fürsorge füreinander. Das ist auch noch ein Weg. Mhm. Ja, und auch, dass wir dass auch wir da mal hinschauen und sagen, okay, da gab es auch vieles. Nicht nur bei den Männern, sondern in unseren Kreisen ist auch viel geschehen, ja. Und da auch mal in die Heilung gehen im Miteinander. Mhm. Das ist ein Thema, was, denke ich, nicht so weitläufig bekannt ist, ja. Dass auch da also eine Aufmerksamkeit liegt, dass man da hinschaut. Also ich bin mir dessen noch nicht so bewusst gewesen. Aber wenn du es jetzt ansprichst, dann kann ich spüren, dass da durchaus Potenzial drin liegt. Was glaubst du denn, wo da das größte Potenzial, es ist ja eigentlich schon klar, was da drin liegt, das zu heilen, aber wenn die Frauen sich jetzt fragen, ja, kann ich jetzt gerade gar nichts mit anfangen, Frauengewalt untereinander oder auch Ungleichgewichte, wie würdest du sagen, kann man da am besten herankommen, was in einem selbst abgespeichert ist als Information oder aus anderen Leben oder aus der Ahnenreihe oder auch was auch immer. Ja, das ist einfach auch wieder die, für mich wieder die Rückverbindung ins Potenzial, also bis zum Anbeginn, ja, weil ich meine, es hat ja auch seine Gründe gehabt, aber dennoch auch dorthin schauen und zu sagen, das darf auch in mir heilen jetzt, ja, und vom Potenzial aus, also ich sage immer, wenn wir weit genug zurückgehen, dann kommen wir zu lichtvollen Ahnen und Ahnen, besonders auch zu Ahnen, die in ihrer vollsten Kraft und Größe hier gewirkt haben. Ja, und wenn wir das Potenzial wieder annehmen, dann war kein Leben dazwischen umsonst, dann kann viel in der Ahnenlinie heilen und sich auch reinigen. Ja? Und wenn wir auch davon ausgehen, dass unsere Seele ewig ist, da waren wir ja nicht immer nur Frauen. Ja, wir haben ja auch viele Rollen gespielt und viel gewechselt und da ist ja auch viel passiert. Und ich denke einfach, da geht es immer wieder, das größte Thema ist Vergebung und Erlösung. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was jetzt dran ist in dieser Form. Nicht mehr sich da drin aufhalten in diesen Opferrollen und in diesen Geschichten, sondern diese Geschichten wirklich in die Heilung zu bringen. Und neue Geschichten schreiben und diese alten Bilder loszulassen, diese alten Speicher anfangen zu löschen. Ja, wir haben ja, dadurch, dass wir alle drei Ströme drin haben, die ganze Kraft des Universums in uns und unsere Kraft ist die Erlösung. Und wichtig ist, dass wir auch die Säulen der Schöpfung wieder richtig aufstehen. Das war für mich zum Beispiel auch eine ganz große Offenbarung auf meinem weiblichen Weg. Da waren wir bei Maria Magdalena und in Marie de la Mer,
Und dann waren wir bei der Sarah und ich saß da drin und ich weiß nicht, warum, ich kam da nicht weg, ich musste so weinen. Und mir ist klar geworden, dass in der göttlichen Familie die Tochter fehlt. Die Tochter gibt es nicht. Es gibt den Sohn, den Vater, den Heiligen Geist. Es gibt die Mutter, die Heilige, die Hure. Und die Tochter und auch das göttlich-weibliche, die Göttin, die fehlen. Und wenn wir uns jetzt, diese beiden Säulen vorstellen, Sohn, ne, Mann, Vater, Gott, dann hat man eine stabile Säule. Und jetzt nehmen wir mal hier die Säule und die Tochter ist nicht vorhanden. Dann kracht diese Säule schon mal ein ganzes Stück runter. Mhm. Ja, und ich habe mich gefragt, was ist mit den Töchtern geschehen? Wo sind die Töchter des Lichtes? Ja, wo sind die Töchter der heiligen Frauen? Weil es hieß ja, ich meine, das ist noch nicht bewiesen, aber vielleicht kommt es irgendwann oder wird sich vielleicht noch zeigen. Aber es gab ja sehr, sehr viele Töchter auch. Und man sagt Maria Magdalena, und wenn sie verheiratet denn waren, wovon ich ausgehe, hätten eine Tochter gehabt. Ja. Mhm. Und wo sind die Töchter alle hin verschwunden? Warum werden die nicht in der Familie genannt? Ja, und wir haben dann dazu, wenn wir es jetzt noch familientechnisch sehen, auch eine Verschiebung drin. Wir haben den Sohn und die Mutter, aber wir haben nicht den Sohn oder den Mann und seine Frau. Und dahinter dran die Großeltern. Ja? Und von daher haben wir wirklich auch so familientechnisch gesehen von unseren Vorbildern einfach eine mega Verschiebung drin. Ich glaube, da muss die Ordnung auch wieder anfangen. Tochter, Sohn, Mädchen, also Frau, Mann, dann die Mutter, der Vater und das Spirituelle, also Hochpriesterin und Priester und dann eben bis in die göttlichen Ebenen. Dann hat man zwei wunderbare Säulen. Ich glaube, diese zwei Säulen darf man in sich ausrichten. Und da die Tochter fehlt, ist es halt auch so, dass die Mutter ja immer Sehnsucht hat nach der Tochter und dass oft das Mutter-Tochter-Verhältnis umgedreht ist. Dass die Tochter mehr nach der Mutter schaut, als dass die Tochter ihr eigenes Leben leben kann. Also sie fühlt sich viel verantwortlicher, ja. Mhm, oder wird oft den Platz gezogen der Mutter und muss die Mutter vertreten, wenn sie nicht kann, ja. Und da habe ich gedacht, naja, ich bin ja emanzipiert, mir passiert das nicht. Mir kam nach dieser Reise nach Hause, ich kam in unsere Küche und dann das Erste, was ich mache, war dreckig, habe ich gesagt, Silber, dann habe ich gesagt, stopp. Ja, ich hab erst meine Tochter gerufen, ja, und da habe ich gemerkt, Silber hat eingekauft, Silber hat das gemacht, ja, jetzt sind die Söhne dran. Und da, das ist so subtil teilweise in unserem System drin und schon so lange, dass wir anfangen müssen, das zu transformieren. Ja, und wirklich auch auf diese feinen Dinge hören, wo wir selber wieder in diese Sachen reindappen, die schon, um sie zu wandeln sozusagen, die schon seit Jahrhunderten uns so vorgegeben werden. Und ich habe danach auch mein Kind, mein Mädchen rausgeholt und das mal hingehängt, also ein Foto davon, ja, und habe auch mal eine Zeit lang meine Tochter, also das Mädchen, das ich bin, gesehen, ja. Und auch die Schönheit, die Kraft, die sie mitgebracht hat, die Freude, all das, was sie so reingegeben hat. Und dann ist es ja oft so, dass man dann auf die Geschwister aufpassen muss. Das ist ja die eigene Lebenszeit. Und, ja. Und dann wirklich auch zu sagen, nee, und du darfst deinen Weg gehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Tochter wiedersehen und den Sohn. Und auch das Bild der Jungfrau. Eine Jungfrau war früher keine keusche Frau. Die Jungfrau war die Frau, bis sie Mutter wurde. Und sie durfte sich erfahren und experimentieren. Dieses Keuschheitsbild kam erst im 6. Jahrhundert da rein, ja. Und dann kommt die wenn die Frau zur Mutter wird, dann ist eben diese weiße Frau vorbei, dann geht es in die rote Frau. Ja, aber alle Frauen, die keine Mutter sind, sind eigentlich Jungfrauen. Ja? Und die dürfen sich experimentieren, die dürfen ihre Kraft leben und so weiter und so fort. Ne? Und dann kommt dieses Muttersein dazu und dann kommt die weiße Frau dazu. Wir durchlaufen das ja auch in unseren Phasen einmal im Monat. Ja? Das spüren wir auch, alle Phasen, ja? Weil wir die ja in uns tragen. Mhm. Und von daher denke ich, da darf ein neues Bewusstsein reinkommen. Und ja, auch ein neues Bewusstsein in unser zyklisches Denken, ja, dass wir uns Auszeit nehmen einmal im Monat. Das habe ich auch von meiner damaligen Lehrerin gelernt. Da wollte ich Schwitzhütte machen. Ich hatte aber meine Periode und dann hat sie gesagt, nein, du gehst in die Moon Lodge. Da war ich erstmal sauer, weil ich wollte eigentlich Schwitzhütte machen und nicht Moon Lodge. Und dann war ich da in der Moon Lodge. Und es war
Kommt rüber die Energie. Ja. Und dann wurden wir da versorgt und hat sie uns da Teachings gegeben und das war so genial. Und sie hat gesagt, bei uns Frauen ist es so, dass wir den ganzen Monat über für die Familie und für alle da sind. Und sobald wir dann unsere Periode bekommen, ist es Auszeit. Und das ist wirklich so, wir räumen noch auf. Und dann dürfen wir in unsere Moon Lodge gehen. Und das ist so, sobald wir hinter dem ersten Baum sind, Strike Chakra, ja. Weil man dann nur für sich sein darf. Man kann träumen, man kann schlafen, man wird versorgt. Man kann seine Gegenstände basteln, man kann stricken. Also es ist wirklich freie Zeit, Auszeit für dich. Mhm. Wenn man sich die nimmt, 2, 3, 4 Tage, hat man wieder Kraft für den neuen Zyklus. Mhm. Und dann habe ich das auch zu Hause, habe ich das dann auch so eingeführt für mich, dass wenn ich dann in meiner roten Phase bin, dass ich mir 2 Austage nehme. Und ich muss sagen, ich hatte viel mehr Power im Monat. Mhm. Ja, und ich glaube, das dürfen wir uns auch erlauben, wenn wir so viel leisten, dass wir uns immer wieder Auszeiten nehmen und wir sagen, so, und jetzt bin ich dran. Die 2 Tage gehören mir, da funktioniere ich nicht. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt mir Suppe bringen, wenn ihr wollt, ja, aber ich bin out of order. Und wirklich mal zu sich wiederkommen, in seine Essenz, zu sich zurück, weil wir erneuern uns da. Und sie hat gesagt, wir brauchen keine Schwitzhütte, weil wir haben unser Erneuerungsritual einmal im Monat. Und das fand ich natürlich auch super besonders, ja. Mhm. Und von daher habe ich da auch viel gelernt von der indianischen Weise her, von der indianischen Denkweise, die für uns Europäerinnen natürlich erstmal... Keine Schwitze. Ja, auch mit dem zu gehen, was dann eine Lehrerin empfiehlt und dann aber auch schön, dass du die Erfahrung hältst, dass du da drin dann etwas sehr Kraftvolles für dich, für dein Leben mitnehmen konntest. Also wundervoll. Ich würde gern noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du hast in dir die Göttin entdeckt und dich als Frau in deiner Ganzheit erfahren, durch verschiedene Dinge, die du getan hast, durch Heilweisen, durch Rituale, Meditation, Energieübungen. Also es ist ganz klar, es war ein Weg und dennoch möchte ich gerne noch vielleicht auch abschließend, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon ein bisschen vorangeschritten, aber gerne von dir wissen, wie war das, diese Erfahrung, dich als Göttin zu erfahren und in der Ganzheit als Frau? Also eher, ich kann es gar nicht beschreiben, ob das Göttin war oder dieses spirituelle Wesen, das ich bin. Ich empfinde das immer gar nicht jetzt weiblich oder männlich, sondern ich empfinde das wie ein riesiges Licht. Ja, das alles enthält, das nicht sich festlegt auf männlich oder weiblich, sondern das so die dreifältige Flamme eigentlich in sich enthält. Ja, und das ist einfach toll, in dieser Essenz zu sein, in dieser Größe zu sein und sie wirklich auch auszustrahlen, alles zu durchleuchten und Dinge immer wieder anders auch zu sehen. Ja? Immer wieder zu sagen, stopp, jetzt schauen wir mal die ganze Geschichte anders an. Ja, aus der Fülle heraus, aus der Schönheit heraus. Ja? Willst du wirklich tauschen? Nö. Ja, ich will das genau so haben. Ich will genau diese Erfahrung haben, die ist fantastisch. Und sich immer wieder klar zu machen, wir selber stecken uns die Grenzen, wir sind freie Wesen. Ja, wir können alles erreichen und steht alles offen. Ja, wir selber begrenzen uns und das ist wichtig, dass wir immer wieder die Grenzen aufheben und die Perspektiven wechseln und uns so wirklich immer diese Freiräume wieder schaffen. Ja, auch gesellschaftlich und so weiter und so fort, dass wir wirklich diese alten Geschichten hinter uns lassen. Und dazu gehört für mich immer wieder, mich in mein ganzes Potenzial hineinzubewegen, zu sagen, ja, ich darf alles leben, was ich bin. Mhm. Ja, dazu passt auch sehr gut ein Zitat von dir. Du sagst, die Zukunft steht festgeschrieben, jedoch in unendlich vielen Varianten. Genau. So ist es. Und wir können von uns selbst heraus, also wichtig ist wirklich die Selbstermächtigung, die Selbsterkenntnis, ja, aus dem Zentrum herauswirken und in die Liebe zu gehen. Und es ist einfach auch wichtig, dass der Geist sich in die Liebe beugt und die Seele auch jetzt da sein darf mit ihrer ganzen Kraft und Power. Und dann haben wir nämlich das volle Potenzial hier in diesem Moment. Ja, dass wir nicht das eine in uns unterdrücken,
diesen Impuls, den wir haben, wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, unser Körper Ruhe braucht, dass wir uns die dann auch gönnen oder schauen, dass wir eine Auszeit planen. Ja. Und dass wir sowohl für uns sorgen, als auch für die, die uns wichtig sind, aber dass wir wirklich, wie soll ich sagen, sie nicht zu unserem Inhalt machen. Also, wie soll ich sagen, viele, viele Menschen oder viele Frauen vergessen, dass sie selbst eine Essenz haben, dass sie selbst was mitgebracht haben, ja, dass sie selbst kreative Power haben. Und sie identifizieren sich dann durch ihre Kinder und das wird für die Kinder oft zu viel. Und ich glaube, die Kinder kommen her, sie wollen ihre eigene Erfahrung machen und auch da mehr loszulassen, sie wirklich ins Positive, in gute Felder zu entlassen, ist für uns Frauen oft eine große Herausforderung. Ja, für mich ist ganz wichtig, und das möchte ich den Müttern wirklich mitgeben, sobald wir anfangen, uns Sorgen zu machen, ja, und in diese Ängste gehen, dass wir uns wirklich ausrichten und sagen, stopp. Ja, und dass wir den Segen runterleiten und das Licht in unseren Kindern sehen und sagen, ich segne dich, ich vertraue auf dein Licht und du gehst deinen Weg. Und dass wir auch immer wieder die Kraft haben, über unsere Ängste hinauszugehen in ein Bild, was uns wohltut. Wenn wir zum Beispiel so Angstvorstellungen haben, ja, dass wir dann sagen, okay, Moment, das ist jetzt die eine Vorstellung, die ist da, aber ich kann eine zweite Spule aufmachen und da sehe ich, wie ich den 50. Geburtstag mit meinem Sohn feiere und wir lachen und tanzen. Also ich gehe über diesen Punkt hinaus. Das heißt, ich stelle dieser einen Variation eine Möglichkeit daneben. Ja, und das können wir in jeder Situation tun. Und in dem Moment, wo wir was daneben stehen, können wir wählen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtigste, dass wir uns immer Raum lassen zu wählen. Ja, dass wir immer wissen, wir haben mehrere Möglichkeiten und dass wir diese Möglichkeiten uns bewusst machen und wählen. Ja, ich glaube, da, wo wir uns in eine Situation bringen, wo wir meinen, wir könnten nicht mehr wählen, da wird es kritisch. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir der Situation was daneben stellen, jetzt ganz frei, unsere Seele wird immer den Weg suchen, der in die Liebe, in das Licht und in die Leichtigkeit führt, für uns und für alle, die mit uns sind. Mhm. Sehr schön, es wäre jetzt, wenn ein Film läuft, dann kann ich aber nach einem anderen anschalten und mich für ein anderes Programm entscheiden, so dieses Bild, genau, Kommt jetzt gerade. Ja. Dann kann ich meine Fernbedienung nehmen, mich in mein Zentrum zurücklehnen und dann kann ich zappen. Da muss ich den Krimi, den ich jetzt gerade angestellt habe, nicht zu Ende schauen. Mhm. Ich kann ihn ausschalten, ich kann die Welle stoppen, ja, kann eine zweite oder dritte Spule aufmachen und wieder wirklich in die mich öffnen für die Weite, für die Freiheit, die wir haben. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes, hilfreiches Bild. Mhm. Vielen, vielen Dank. Liebe Jeanne, ich hätte noch so viele Dinge, worüber ich mit dir gerne reden würde. Für heute, denke ich, sind die Botschaften, die jetzt durch dich zu den Frauen und zu mir kommen wollten, geflossen. Und ich danke dir für deine Liebe, für diesen Raum, den du hier mit uns erschaffst, für diesen Kongress und für alles, was du mit uns geteilt hast und hier mit reingegeben hast. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch, liebe Stefanie. Und ich wünsche mir, dass der Segen aus den höchsten Ebenen jetzt durch uns fließt, zu allen Frauen, zu allen Kindern, das gesamte lebendige Feld, dass wir ganz neue Wege miteinander wählen und die Geschichten neu schreiben. Auch, dass wir die Bilder neu schreiben und dass wir wirklich am Ende lachend und singend da sitzen und sagen, boah, das war ein richtig tolles Leben. Es hat Spaß gemacht. Ja, und die Einladung an dich jetzt vor dem Bildschirm, nimm dir nach dem Interview einfach noch ein paar Minuten Zeit und verbinde dich mit dieser Version von einem schönen, friedvollen, entspannten und erfüllten Leben. Wir haben die Power. Danke, danke, danke. So schön.